Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Review von mir, Liriax. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und heute soll es bei mir um den IS-3 gehen. Der IS-3 ist meiner Meinung nach einer der besten Tanks auf Tier 8. Und das sieht man auch daran, dass die ESL vor allem mit IS-3 rumfährt. Und wir wollen heute uns ein bisschen anschauen, warum das so ist. Und dann gehen wir kurz mal in die ganz normalen Stats rein. Also, wir sehen hier einmal 1500 Hitpoints. Das ist in Ordnung für ein Tier 8 Heavy. Also, wenn wir uns hier zum Beispiel den KV-4 anschauen, der hat 1650 Hitpoints und ist damit schon eigentlich ein bisschen stärker. Allerdings ist er auch viel immobiler. Die Mobilität ist nämlich mehr oder weniger das, was den IS-3 so unglaublich gut macht. Unter anderem zumindest. Er hat eine 700 Horsepower Engine. Also richtig, richtig viel PS unter der Haube und kann damit 38 Stundenkilometer erreichen. Also ein richtig fixes Teil. Da hört es aber noch nicht auf, denn wir haben hier auch zum Beispiel einen Traverse Speed, also eine Drehgeschwindigkeit von 30 Grad pro Sekunde. Und das ist richtig, richtig viel, wenn man sich anguckt, der KV-4 hier hat nur eine von 18, also fast das Doppelte. Also wirklich für einen Heavy Tank sehr gut. Gucken wir uns doch die Panzerung ganz kurz an. Ich werde gleich noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Wir haben ein sehr, sehr starkes Turret, also einen sehr, sehr starken Turm und auch die komplette Wanne ist in Ordnung. Wir haben hier 110 in der Front, 90 an der Seite und hinten 60 und im Turm 249 vorne, 172 an der Seite und selbst 100 Millimeter hinten. Das ist schon richtig, richtig viel. Wo allerdings der Tank nochmal richtig abgeht, ist bei der Gun. Die gucken wir uns jetzt nochmal kurz an. Wir haben hier die 122 mm BL9, nicht die BL10, die wir von der S-Isu kennen. Das ist eine 122 mm, wie sie schon sagt. Kaliber Gun kann ungefähr 4,5 Mal pro Sekunde schießen. Müsste jetzt gucken, wie viel das ungefähr ist pro Sekunde, also wie schnell der nachlädt. Was allerdings viel, viel wichtiger ist, ist hier die Penetration, also der Durchschlag von 225 mit ganz normaler AP-Munition. Wenn ihr APCA benutzt, dann sogar 265, was echt richtig, richtig gut ist. Und obwohl die Rate of Fire nicht so gut ist, haben wir trotzdem hier noch 390 Durchschnittsschaden. 390 Schaden, also ihr könnt durchaus mal 400 Schaden mit einem Schuss machen. Das ist schon richtig, richtig gut. Und dafür ist der IS-3 auch bekannt, dass er vorfährt, einmal richtig einem rausrotzt und dann wieder zurückfährt. Klar, er muss ein bisschen länger nachladen vielleicht als manch anderer Tank, aber ich finde, diese 390 Schaden sind es auf jeden Fall wert. Bei der Zielzeit und der Genauigkeit von 0,4, naja, das ist in Ordnung. Die Einzielzeit könnte auch besser sein, aber insgesamt ist dieser Tank auch nicht dazu da, dass man hinten steht und snipet, sondern er ist vor allem da, dass man vorne steht und eigentlich Kopf an Kopf mit einem der Gegner sich duelliert und dafür ist er wirklich perfekt geeignet. Gucken wir noch ein bisschen auf die anderen, ja, Statistiken. Also wir haben hier einen Turret-Traverse Speed von 26 Grad pro Sekunde. Das habe ich ja eben gerade schon ein bisschen erwähnt. Das ist auch eigentlich sehr gut. Er kann 350 Meter schauen, was auch in Ordnung ist, jetzt nicht perfekt, aber also kann man nehmen. Und 730 Funkreichweite für das Funkgerät, was eigentlich auch vollkommen in Ordnung ist. So, dann gehen wir kurz mal noch auf die Eigenschaften hier ein, die ihr hier benutzen solltet, meiner Meinung nach zumindest. Also, ich glaube, dadurch, dass die Ladegeschwindigkeit von der IS-3 einfach so langsam ist, muss man auf jeden Fall den Gunrammer reinnehmen, der nochmal das Ganze um die Ladezeit nochmal um 10% verringert. Und wo ein bisschen
noch so das Problem beim IS-3 liegt, ist tatsächlich das Amorek, also euer Munitionslager. Das wird relativ häufig zerstört und aus diesem Grund habe ich zumindest hier das feuchte Munitionslager drin. Das sollte man auf jeden Fall drin haben. Und aus Geldgründen tatsächlich habe ich hier noch die Toolbox drin, die man jederzeit wieder rausnehmen kann. Ansonsten kann ich hier auf jeden Fall den Ventilator empfehlen oder aber zum etwas schnelleren Einzielen vielleicht dann noch den Enhanced Gunlane Drive. So, dann wollen wir uns mal nochmal die Armor angucken und dafür gehen wir aber nochmal in den Tank Inspector. So, dann sind wir jetzt hier im Tank Inspector und dann gucken wir uns mal kurz die Panzerung an und danach gucken wir nochmal kurz auf den Durchschnittswert. Ich vergleiche das Ganze hier jetzt mit dem 110, das ist auch ein Heavy Tank auf Tier 8, allerdings muss ich dazu sagen, was die Panzerung angeht, ist der nochmal besser, aber warum dann insgesamt der IS-3 trotzdem besser ist, das sehen wir auch gleich nochmal. Also, gehen wir mal kurz auf die Panzerung vom IS-3 an. Zuerst, wenn ihr dem hier so gegenübersteht. Wo schießt man drauf? Und das ist ein bisschen tricky, denn es kommt immer darauf an, wo man überhaupt hinschießen kann. Guckt euch mal an, wie der Turm aussieht. Der Turm bis auf hier oben, wo man eigentlich nicht hinkommt, vor allem wenn man ihn von vorne anschaut, kann eigentlich nicht penetriert werden. Also wir haben hier einmal eine 192. Hier 265, hier auch nur, glaube ich, 192, weil dahinter dann noch Panzerung ist. Dann haben wir hier, und das ist, glaube ich, das Interessante, ungefähr 110 mm. Und je nachdem, wie das Ganze dann angewinkelt ist, kommt ihr mit ungefähr 150, 155 mm durch. Aber, und jetzt kommt eigentlich das Interessante. Früher hat man ja, oder bei vielen anderen Tanks sagt man ja, schießt unten auf diese unteren Fahrplatten quasi. Und das sollte man beim IS-3 auf keinen Fall machen, weil, wie ihr hier seht, das ist ein Abpraller. Können wir nochmal kurz hier sehen. Also niemals hier hinschießen. Das funktioniert nicht mehr. Früher, im früheren Patch hat das nochmal funktioniert so. Da war da quasi die einzige Möglichkeit, wo man ihm hinschießen sollte. Heute auf keinen Fall mehr. Lieber hier auf diese Platten hier schießen. Da ist er tatsächlich von vorne am stärksten. Wo man ihm auch auf keinen Fall hinschießen sollte, ist hier an diese Teile. Das ist nämlich mehr oder weniger einfach nur, ja, freier Platz. Da steht einfach, da ist einfach nur Panzerung, mehr ist da nicht. Da ist nicht richtig Panzer. Das sehen wir auch hier nochmal ganz schön im Tank Inspector. Hier ist es einfach immer ein Abpraller bzw. nicht vorhanden. Also dort einfach nicht hinschießen, das bringt nichts. Also das ist, als ob ihr hier hinschießen würdet. Das hat keinen Effekt auf ihn. Gut, dann gucken wir uns aber nochmal eine Stelle an, wo man tatsächlich treffen kann, nämlich diese hier. So, und ihr seht schon, Abpraller, die ist sehr, sehr gut gesloped, aber wenn man hier so von ein bisschen oben guckt, dann kann man hier drauf schießen und das ist ein bisschen niedrigerer Wert, als wenn es hier ist, ne? Also hier könnte man drauf schießen, wenn man wirklich den richtigen Winkel hat, aber ihr seht auch, es gibt relativ viel Abpraller oder Möglichkeiten abzuprallen. Also wenn ihr vorne seid, versucht hier hinzuschießen am besten. Und was ihr vielleicht auch nochmal sehen kann, die Panzerung ist so angewinkelt, dass ihr, wenn ihr IS-3 fahrt, auf jeden Fall euch versuchen müsst, immer gerade zum Gegner hinzustellen. Denn dann ist eure Panzerung am besten abgewinkelt. Wenn ihr raus sidescraped, dann steht euer Panzer ja eher so. Und dann sehen wir jetzt hier, ist die Panzerung dünner. Da kommt der Panzer eher durch, weil einfach der Winkel viel, viel besser ist. Es ist quasi ein gerader Schuss auf den Panzer drauf. So, dann gucken wir uns nochmal kurz an, wie das Ganze von hinten aussieht. Von hinten gilt das gleiche wie von vorne. Schießt nicht auf den Turm. Der Turm ist dennoch immer noch am besten gepanzert von hinten. Aber hier in den Rücken kann man auf jeden Fall wieder reinschießen. Allerdings wieder nicht auf die Seiten. Dort ist es wieder nicht möglich durchzukommen. Und wenn ihr ihn von der Seite, was ja wahrscheinlicher ist, mal bekommt, schießt auch nicht hier in die in diesem Bereich, weil dort hat er immerhin noch 180
ja, durchschnittlichen Schaden, den er abfangen kann. Woran liegt das? Das liegt daran, dass er hier erstmal Spaced Armor hat, also so eine nach vorne gesetzte Panzerplatte von 30 mm und hinten nochmal eine von 90 mm, durch die ihr beide durchschlagen müsst. Wenn ihr also ihn von der Seite nehmt, schießt ihm lieber durch die Ketten. Das geht ein bisschen besser. Hier seht ihr, da sind nur 23 Durchschlag oder es sind nur 23 mm da und wir können so ein bisschen besser durchschlagen, sogar 20 mm sogar nur. Und hier oben sind es auch nur 90 mm. Das kann man also von hier schaffen. Und wenn man uns das Ganze jetzt hier noch so anguckt, dann ist das einfach hier in diese Richtung. Man sollte halt nicht die Ketten treffen, weil ansonsten gibt es halt nur Kettenschaden, ne? Das kennt man ja, wenn das dann die Ketten fressen. So, dann schauen wir uns noch mal kurz hier den 110 an. Das ist wie gesagt der Äquivalent mehr oder weniger. Auch das, was glaube ich dann als Vorbild gedient hat, der IS-3 als Vorbild gedient hat. Und das Ganze ist überall noch mal ein bisschen dicker als beim IS-3 hier vorne. Also hier ist es tatsächlich von vorne ganz unmöglich drauf zu schießen. Die einzige Möglichkeit ist noch hier ein bisschen unten auf diese untere Frontplatte, aber da sind es auch 200 mm. Da ist es, je nachdem, wie man geengelt ist, tatsächlich besser, hier auf die Backen ein bisschen zu schießen. Muss man halt wissen, ne? Wenn es ein bisschen angeengelt ist, dann hat man hier auch mit 150 eine ganz gute, passable Möglichkeit durchzuschießen. Generell ist es aber hier trotzdem so, dass der eindeutig eine stärkere Panzerung hat. Aber der Unterschied ist, die Gun vom IS-3 ist viel besser. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Das Erste, was hier auffällt, wenn man die Feuerkraft im Allgemeinen anschaut, ist der extrem gute Durchschlag. Wie gesagt, 225, das sind 10 mm mehr, als es der 110 als Vergleichswert hat. Auf 400 Metern haben wir immerhin noch 204 mm, durch das man noch eigentlich bei fast allem durchschlagen kann. Und auch der Schaden mit 390 ist viel, viel besser als beim 110 plus 70. Das ist schon eine ganze Menge. Dennoch muss man sagen, der Schaden pro Minute ist geringer. Also hier kann man das ganz genau sehen. 157 weniger pro Minute. Aber wenn man sich das genau anguckt, muss man ja schon sagen, das ist ja nicht ganz so, weil ja nicht immer, wenn gleich nachgeladen ist, der 110 rausgeht und dann wieder schießen kann, weil einfach vielleicht gerade eine andere Situation ist. Also ich finde es nicht wirklich wichtig, vor allem in Random Battles. Vielleicht in Teamgefechten hat es nochmal einen anderen Effekt, aber hier finde ich es eindeutig nicht unbedingt wichtig. Ansonsten, ja, hat das halt wie gesagt mit der Nachladezeit zu tun. Die Feuerrate mit 4,7 ist halt im Verhältnis zu 6,2 nicht so gut. Und wir sehen auch hier nochmal so den Durchschnittsschaden, den Spieler machen mit diesem Gerät. Und da sehen wir, das ist im Verhältnis zum 110 tatsächlich schlechter. So, jetzt muss man aber nochmal darauf eingehen und sagen, warum ist das so? Und ich schätze, das ist eher deswegen so, weil viel mehr Leute den IS-3 fahren als den 110. Ich glaube, der 110 wird eher von sehr ja, guten Spielern gefahren, Leuten, die schon sehr viel andere Panzer gefahren sind und sich dann nochmal gesagt haben, okay, jetzt versuche ich nochmal die chinesische Linie. Aber Anfänger fahren diese Tanks nicht, die fahren eher den IS-3. Also der IS-3 ist da viel beliebter und ich glaube auch deswegen ist einfach der Schaden nur 44 HP weniger. Also das finde ich schon, kann man so gelten lassen. Das gleiche hier mit 0,05 beim Benchmark gegen die zerstörten, durchschnittlichen zerstörten Panzer. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wo der IS-3 allerdings hier nochmal seinen großen Potenzial sieht, ist hier in der Wendigkeit. Da seht ihr, da geht es eigentlich nur hoch, was die Pfeile angeht. Also da ist er einfach die richtig, richtig gute Möglichkeit, auf gegnerische Panzer zu wirken, trotzdem dann mal schnell auf die andere Flanke zu fahren und dann dort wieder weiterzukämpfen. Also ist es nicht nur ein Panzer, der stationär, so wie der 110, stehen kann und die ganze Zeit nichts anderes macht, als eine Flanke zu verteidigen. Ich finde, das ist sehr wichtig. Vielleicht noch ein Punkt, den ich erwähnen will, der auch für die nächsten jetzt kommenden Replays wichtig ist, ist die Munitionsmenge. Und da sehen wir, dass der 110 immerhin 12 Shells mehr mitnehmen darf als hier der IS-3. Und das ist schon ganz schön viel. Also stellt euch mal vor, ihr habt 12 Munition mehr oder weniger und 28, das ist natürlich, er hat eine relativ langsame Nachladezeit. Deswegen kann man sagen, naja,
ist nicht so wichtig, aber trotzdem 28 Munition, das ist nicht so viel. Und ich glaube, auch dort hat man teilweise mit dem IS-3 Probleme. Allerdings bin ich auch jemand, der eher früher stirbt, als dass er seine Munition verbraucht. Also das kann ich wirklich an einer Hand abzählen, wo ich sage, scheiße, jetzt habe ich keine Munition mehr, jetzt muss ich rammen. Also, naja. Sehe ich nicht so oft, sag ich mal. Okay, damit sind wir hiermit am Ende und gehen dann zu den Replays über. Ich zeige euch jetzt erstmal eine meiner Spiele. So, dann kommen wir mal zu ein paar Replays. Ich zeige erst ein Replay von mir und danach eines von euch. Übrigens, falls ihr noch Replays habt, ich würde gern bald wieder mal ein Let's Watch machen. Ich habe auch noch ein bisschen Content, es wird auf jeden Fall noch für eins reichen, aber danach würde ich mich freuen, wenn ihr wieder ein bisschen was einsendet. Wie gesagt, geht erst wieder jetzt ab 9.0, aber gut, jetzt gehe ich erstmal zurück zum IS-3, denn der ist ja momentan von besonderem Interesse. Ja, wie ihr seht, wir sind hier auf Siegfried Line. Es ist ein Assault-Modus und wir spielen als Top-Tier. Unser Team sieht, was die Winrate aussieht, nicht unbedingt genial aus, aber unsere Top-Tiers sind zumindest, was den Skill angeht, ein bisschen besser, aber darauf soll man sich ja nicht verlassen. Gut, mit dem IS-3 bin ich immer, oder überhaupt eigentlich mit jedem Tank, fahre ich relativ gerne hier in diese Richtung. Man kann, finde ich, hier noch die linke Anhöhe ein bisschen ausnutzen, um sich Deckung von diesem Hügel zu verschaffen, wohingegen man trotzdem schon in die Stadt hineinschießen kann. Ja, hier reicht aber meine Gun Depression leider nicht aus, um auf die drauf zu schießen. Aber wir sehen hier eine Hellcat und ein VK3601H haben genau die gleiche Überlegung wie ich. Und da kriege ich einen vom Aal rein. So ein Mist. Na gut, aber für den Anfang nicht ganz so schlimm. Jetzt merke ich auf jeden Fall, hier muss ich irgendwie weg, weil scheinbar werde ich gesehen und das sollte auf jeden Fall nicht so laufen. Ja, hier ist irgendwie ein bisschen das Video, glaube ich, kaputt. Das war schon bei der letzten Aufnahme so. Ist ein bisschen gehakt, aber jetzt geht es, glaube ich, wieder weiter. Ja, wir sehen also auf jeden Fall, auf mich wird geschossen. Und ja, jetzt versuche ich die Gun Depression vom IS-3 auszunutzen. Und tatsächlich 360 Schaden. Ein relativ niedriger Damage Roll, aber reicht auf jeden Fall erstmal, um dem T29 ordentlich eine reinzuwürgen. So, jetzt nehme ich hier den AMX M4 raus und kriege dafür ein bisschen Schaden, aber nicht allzu viel. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Aal, weil er ist mit Abstand einer mit der höchsten Winrate im gegnerischen Team. Und ja, was mache ich jetzt nun? Es steht 2-4. Irgendwie steht ein IS, wie ihr vielleicht seht, bei uns hinten noch in der Basis unser VK4502 auch, warum auch immer. Aber gut, wir gucken erstmal auf die linke Flanke, denn dort steht eigentlich nur noch diese SU und der scheinbar AFK VK. Und da sehen wir jetzt hier einen Löwen und die versuchen wir jetzt doch erstmal platt zu machen. Und wie ihr seht, ich schieße nicht auf den sehr, sehr offenen VK, sondern auf den Löwen, weil der für mich eindeutig die größere Bedrohung darstellt. Und jetzt fährt der VK weg. Ah, die Nachladezeit, aber ach, wir kriegen ihn noch. Sehr schön. Erster Kill, nee, zweiter Kill. Zweiter Kill des Teams, denn der M6, der auch schon tot ist vom Gegner, ist nämlich ertrunken ganz am Anfang. Wie auch immer er das geschafft hat. Nur gut für uns. Und dann gibt es hier noch den Black Prince. Der Black Prince bleibt stehen, versucht auf mich zu schießen, bounced alles an mir. Da sehen wir wieder den Vorteil vom IS-3. Er hat dadurch, dass er sehr flach ist, nur wenig von dem Panzer, was er eigentlich erstmal rausgucken lässt. Und das finde ich sehr gut bei ihm. Also er ist ein bisschen flacher als die üblichen Heavy Tanks, glaube ich, und hat dadurch natürlich auch weniger Angriffsfläche von vorne. Und wenn man auf den Turm schießt, dann kommt das eigentlich sowieso nicht durch, es sei denn, man spielt wirklich T10, dann da könnte das möglicherweise sein, aber selbst dort, glaube ich, bounce das Ganze noch. So, jetzt stehen wir hier mit dem VK4502 und dem SIS-6 da und sind damit die letzten verbleibenden oder auch einzigen T8er, wie ich gerade sehe, in unserem Team. Da denke ich, da muss doch was gehen. Und jetzt geht hier der VK ab. Ich kann einen
von den Schüssen, die da geflogen kommen, glücklicherweise ausweichen und kommen leider durch den Löwen nicht durch. Und der VK steht hier im Standdown und der M44 nimmt ihn raus. Dafür steht aber jetzt hier der IS und da ist der VK auch schon tot. Den IS konnten wir leider zu spät rausnehmen und es steht 7 zu 11. 1900 Schaden bisher habe ich gemacht, also das Ganze mit 7 Schüssen. Davon war einer oder zwei, glaube ich sogar, nur so Abstauberschüsse, um zu töten. Und dementsprechend merkt man halt 7 Schüsse, 1900 Schaden, das ist schon ordentlich. Allerdings habe ich auch nur noch 8 Schuss in AP dabei, also ja, groß an Munition hat er nicht, aber er lädt halt auch ewig nach und durch diesen extrem guten Schadensausstoß von 390 kann man das auch verzeihen. So, der IS-6, der hier auch ein meiner Meinung nach sehr gutes Spiel spielt und auch noch wahrscheinlich ein bisschen besser spielen wird, wie ihr gleich seht, fährt hier mit mir vor, der IS, der KV-1S und der AL versuchen ihn unter Feuer zu nehmen und der KV-1S bezahlt das auch dann direkt mit seinem Leben und der AL ist nicht ganz so dumm, versteckt sich weiter hinter den Häusern, weiß, dass er einfach als T6er nicht gegen zwei T8er auf offenem Feld ankommt und versucht uns in die Stadt reinzuziehen, was wir jetzt auch machen müssen, damit die Arti uns nicht trifft und natürlich müssen wir schnell sein. Ja, und da haue ich ihm 400 Schaden rein aus voller Fahrt, also wirklich sehr, sehr akkurat das Ding. Natürlich war auch ein bisschen Glück mit dabei, das ist klar, aber jetzt versuchen wir nochmal das Ding rauszunehmen. Schön, AL-44, endlich tot. Es steht noch 10 zu 13, da kommt der T29. Ja, ich bin noch immer nicht nachgeladen. Und Engeln oder so beim KV, beim IS-3 ist auch einfach nicht nötig. Ja, ihr seht mich jetzt hier relativ stark und starr auf ihm stehend. Ja, steht jetzt der T29. Er guckt in die andere Richtung. Ah, und ich treffe nur seine Ketten. So ein Mist. Aber der T29 versucht, den IS-6 anzuschießen. Und ja, der IS-6 kriegt aber vorher den T29 raus. Und jetzt stehen Panther und Tiger 2 zu uns. Jetzt muss ich versuchen, den... Genau, ich habe versucht, den Tiger 2 dazu zu locken, mich anzuschießen und nicht den IS-6, der ja gerade mit dem Hintern zu ihm stand. Schieß unten auf seine Lower Plate und krieg leider eine von ihm rein, weil ich schlecht stand. Jetzt angle ich mich ein bisschen besser. Ah, warte darauf, dass ich schießen kann. Ah, auf die Tracks. Nein, zack. Ja, gut, Tiger 2 raus. 6. Kill. Und jetzt sind es nur noch 3. Nur noch 3. Okay, ist der T-44, aber hinter uns taucht der Panther auf. Mist. Okay, wir müssen irgendwas machen. Den T-44. Nein, ich verfehle ihn. So ein Scheiß. Okay, Panther und T-44. Das muss gehen. Das muss gehen. Ah, auf wen schieße ich? Auf wen schieße ich? Panther. Und das war im Nachhinein eigentlich eine schlechte Idee. Und ich glaube, ich bin sogar zu schnell zurückgefahren. Habe also gar keinen Schaden an ihn gemacht. So ein Mist. Ah, Panther. Soll ich auf den Panther schießen? Na gut, er trifft auch nicht. Ich treffe, sehr schön. Und jetzt kämpfen wir hier unsere zwei eigenen Gefechte. Und der Panther schießt extrem schlecht. Und ich versuche noch nahe zu kommen, sodass er nicht auf meine untere Frontplatte schießen kann. Aber er schafft es gerade so. Und jetzt nimmt noch der IS-6 den T-44 raus. Und den Panther kriegt er auch noch einmal zum Schießen. Und der AMX steht aber noch bereit und dann schießt ihn der Panther ab. Sehr schade, das hätte durchaus noch gewonnen werden können, hätte ich diese zwei Schüsse, die ich da verfehlt habe, am Ende noch reinsetzen können. Aber dennoch 3800 Schadenspunkte, das ist schon ordentlich. Dass das Ganze besser geht als das, was ich gerade gemacht habe, das zeigt uns hier Makonet PL in seinem IS-3. Ich werde ihn jetzt hier im Folgenden Marco nennen, denn der Name ist mir doch irgendwie etwas zu umständlich. Wir sehen wieder eine
Siegfried-Line-Map. Diesmal aber Encounter, das heißt, beide stehen sich gegenüber, also Begegnungsgefecht heißt das, glaube ich, im Deutschen. Und Marco ist, und das finde ich eigentlich am herausragendsten an diesem Spiel, eigentlich nicht so übermäßig gut. Also er hat 5000 Spiele, er ist also nicht jetzt der Mega-Kracher, was zumindest die Anzahl der Spiele angeht. 100 hat er damit schon ungefähr auf dem IS-3 zurückgelegt, also kennt den Tank schon einigermaßen und ist mehr oder weniger die gleiche, vom gleichen Performance-Rating wie ich. So, er fährt jetzt zuerst mal hier in die Stadt, denn wir wissen ja, IS-3 in der Stadt ist einfach perfekt. Nahkampf, da muss er hin. Und er guckt nach Gegnern. Er schaut sich um, wo wird er jemanden finden, fährt hier in die Mitte, nachdem er merkt, dass eigentlich hier nicht so viel rumfährt momentan, bleibt aber skeptisch, fährt hinter das Haus und guckt sich jetzt erstmal um, ob er vielleicht irgendwas von der Seite kommt. Ja, da ist was. Ja, so ist das schön. Erstmal den Scout rausgenommen, wichtig. Glaubt man eigentlich gar nicht, vor allem am Anfang des Gefechts so einen Scout rauszunehmen. Scouts können richtig, richtig ärgerlich werden noch in der Mitte. Wissen die meisten Scouts allerdings nicht. Also die meisten Scouts fahren einfach Suicide-mäßig in die gegnerische Basis rein, machen zwei oder drei Panzer auf, keiner kann drauf schießen, total bescheuert. Im Gegensatz zu Marco, der hier jetzt schön hinten dran steht, und den Tiger rausnimmt oder zumindest anschießt, ist dieser Tiger da drüben noch nicht so ganz von Marco überzeugt oder sieht Marco da drüben. Und Marco fixiert jetzt aber neue Feinde, prallt am IS-7 im IS ab. Schade. T29 zieht sich zurück und wahrscheinlich würde der T29 jetzt auf der anderen Linie auftauchen und deswegen fährt Marco jetzt hier lang. Okay, der IS hat geschossen, schießt ihm in die Seite, sehr schön, 412 Schaden, eigentlich ein sehr, sehr guter Damage Roll. Und der T29 fährt nicht raus, weil sie noch auf den Tiger 2 eingeaimt sind. Und dann nimmt er den IS raus, der scheinbar gerade noch seine Ketten reparieren musste. Und da steht der T29 jetzt. Und ein T29 in der Stadt zu treffen, ist sehr gut. Denn eigentlich ist der T29 immer nur dann gefährlich, wenn nur sein Turret rausguckt. Und dementsprechend wird der T29 hier ganz schnell rausgenommen. Allerdings steht der Tiger 2 noch hier. Oder das ist ein anderer Tiger 2. Den haut aber auch direkt eine rein. 2000 Schaden, wir erinnern uns, ich habe 2800 Schaden gemacht. Also Mako ist schon fast dabei, mich hier zu übertrumpfen, obwohl noch es erst 4 zu 4 steht. Problem von ihm jetzt, Objekt 416 von hinten und, wie ihr gemerkt habt, er ist gebounced. Da sieht man halt, er ist sehr gut angewinkelt, der IS-3, und auch wenn man relativ gut zielt, ist es häufiger einfach mal so, dass zack, irgendwas abprallt. Vielleicht hat er oben versucht, auf den Turm zu schießen, was, wie gesagt, nie eine gute Idee ist, es sei denn, man kämpft wirklich als Arti oder kämpft von oben auf ihn herab. Und Marco geht jetzt hinter dem Objekt 416 hinterher, weil er merkt, er kann nicht auf zwei Seiten kämpfen. Er muss erst die eine Flanke ausschalten. Und es steht 4-5. Es ist nicht mehr ganz so im Vorteil für sie. Er hat bisher 2 Kills gemacht. Und dieses Objekt scheint am Tiger 2 mehr gefallen zu haben als an ihm. Versucht sich jetzt hinterm Tiger 2 zu verstecken vor ihm. Kriegt er das hin? Nein, er nimmt ihn raus. Erst durch ein bisschen Rammschaden, dann durch einen weiteren Treffer von ihm. Und da steht ein voller IS-3. Shit. Und ein Tiger 2. Okay, die Arti schießt auch noch auf die. Nicht so gut. Aber der IS-3 scheint nicht herzugucken. Doch, jetzt guckt er her, aber er kriegt ihn noch rein. Und da sehen wir wieder, er hat, glaube ich, auf die Frontplatte des IS-3s geschossen. Und dann nimmt die Art ihn raus. Sehr gut. Das war wirklich wichtig. Und ich schätze mal, er hat da das Amorek getroffen. Die Arti. Und der Tiger 2 schießt auf den Carnivan, der da hinten steht.
Ja, der Carnivore nimmt ihn noch raus. Marco konnte noch einen Schuss setzen. Und da steht ein KV-2. Auch den nimmt er raus. Schön, vierter Kill. Und wieder frisst es die Kette. Also man sieht auch mit der Kette hier vom IS-3 kann man einiges machen. Jetzt schießt er leider an die Ecke. Da war er ein bisschen zu stark auf der sicheren Seite und hätte vielleicht ein bisschen weiter nach rechts zielen sollen, glaube ich. Aber das ist wirklich ein kleiner Fehler, den kann man ihm verzeihen. Okay, jetzt steht es 8-9. Wirklich knappes Ding. Und ja, bringt dem Tiger 2 hier schön den Verlust bei. Der Tiger 2 versucht sich hier noch umzudrehen. Und er kann aber nur auf das Turret schießen, weil Marco so nah an ihm dran steht. Da macht er natürlich keinen Schaden dran. Und ja, da seht ihr auch oben auf seinem Turret ist, obwohl da diese extrem dünne Panzerung ist, er trotzdem nicht durchgekommen. Und ja, ist immer schwer, weil das einfach dann so krass angewinkelt ist. Und dementsprechend würde ich immer empfehlen, wenn ihr die nötige Durchschlagskraft habt, immer unten auf die unteren Platten schießen. Immer versuchen auch an diesen Tracks vorbei zu schießen, die der noch vorne drauf hat. Und dann nimmt er noch den Churchill 7 raus, aber von dort hinten kommen noch immer Schüsse. Aber wovon weiß er nicht genau. Da steht jetzt doch, da steht jetzt ein Aufklärungspanther. Aber der steht gut gesichert. Kann er darauf einen Schuss setzen? Nee, es sieht so aus, als hätte er den verfehlt. Und es steht 10 zu 13. Ein ähnliches Bild wie vorhin. Aber er ist in der Stadt und er hat noch einen Chiri auf seiner Seite. Und es sind nur drei Artis, die im gegnerischen Team sind. Und oh, da scheint einer dieser Artis eingeschlagen zu sein. Es steht noch ein Aufklärungspanther und, wie gesagt, der KV-3 als Scouts zur Verfügung für die Arti. Und der Aufklärungspanther, ja, kommt nicht mal bei ihm bei der Seite durch. Sehr gut. Auch dort hat er ja eine 160er Panzerung, also auch dort schwierig, ihn durchzukriegen. Aber jetzt wird der letzte Verbündete von ihm getötet, der Chiri, und der Arti geht jetzt auch auf Jagd. Er repariert die Tracks, schießt hier den M12 ab. Wichtig, sehr wichtig. So kann er sich um die kümmern, die hier noch vorne sind, und muss nicht über zwei Flanken sich Gedanken machen. Stellt sich wieder Hulldown hin, sehr gut. Und gegen den KV-3, der ja auch nur T7 ist, sollte das funktionieren. Okay, jetzt ist die Lorraine aus dem Cap rausgefahren. Das heißt, er wird da irgendwie sein. Okay, jetzt ist aber, es sind nur noch zwei T8-Artis. Das sollte doch möglich sein. Marco ist jetzt auf 9 Kills. Er hat 6600 Schaden gemacht. Wirklich GG IS-3. Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Schreibt hier der Gegner, der gegnerische Aufklärungspanther. Und die Arti wird wahrscheinlich jetzt hier hinten auf ihn warten und wird versuchen, ihm einen Schuss reinzusetzen. Er fährt davor. Relativ aggressiv, meiner Meinung nach, aber er sieht sie jetzt auch nicht. Und macht hier genau das Richtige. Fährt hier an dem Cap Circle vorbei. Natürlich muss er da jetzt zwar was kaputt machen, aber es ist besser so als andersrum. Oh, jetzt hat er den Lorraine gefunden, der panisch wegrennt. Und er flieht. Und in seinem Fall würde ich jetzt auf jeden Fall mich dort, wenn ich jetzt außer Sichtweite wäre, mich umdrehen und auf ihn schießen. Aber stattdessen versucht er noch weiter wegzufahren. Und da ist der Lorraine weg. Das ist der 10. Kill, die Pulse Medal. Und jetzt müssen wir gucken, wo der GW Tiger P steht. Noch immer kann er mit einem Schuss, na, vielleicht mit zwei Schüssen rausgenommen werden. Aber jetzt sollte das Ganze doch ganz gut sein. Schreibt er noch irgendwas in den Chat? Ich kann es leider nicht lesen. 6.900 Schaden, unglaublich. Und wo ist er? Wo ist die Arti? Da ist sie und er ist aufgedeckt. Ah, und der Tiger P verfehlt. Sehr schön. Sehr schönes Ding. Und jetzt kann er sich alle Zeit der Welt lassen.
Und bam, haut er ihm einen rein. 11 Kills, wirklich GG. Ja, und dann schauen wir uns hier nochmal die Statistik von ihm an. Ein absolut geniales Spiel. Ace Tanker, Faden's Metal, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das heißt, er hat mit seiner letzten Patrone auch noch den letzten Panzer ausgeschaltet. Genial. Pools Medal absolut verdient. Pascucci's Medal für den Abschuss von diesen drei Artis, das ist ja schon fast dann obligatorisch. High Caliber sowieso, Top Gun und dann aber Steel Wall. Das habe ich also so nicht erwartet. Er hat tatsächlich nochmal Steel Wall bekommen. Da gucken wir jetzt nochmal kurz in die detaillierten Report. Er hat 28 Schüsse gefeuert, 26 davon haben getroffen und nur einer davon hat nicht penetriert. Das heißt, er hat 25 Schüsse gesetzt, die Schaden gemacht haben. 7372 Schaden insgesamt. Wirklich ein absolut genialer Wert. Aber Schüsse erhalten oder ja, Schüsse, die ihn getroffen haben, 15. Davon sind gerade mal 5 durchgekommen. Das heißt, er hat 10 davon einfach abprallen lassen. Er hat 2355 potenziellen Schaden gehabt. Also da wäre er fast zweimal gestorben mit. Aber dadurch, dass die Panzerung so gut ist, so gut geslopt, so gut angewinkelt ist, konnte er das einfach ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken abhalten. Also wirklich genial. Ansonsten hat er aber nicht nur das, sondern er hat auch noch Enemies gedamaged. 14, das heißt, er hat fast alle irgendwie angeschossen. 3 davon hat er immerhin nicht gekillt. Und er hat noch 1500 Schaden durch seine Assists bekommen. Das heißt, er hat irgendwo noch Tracks zerschossen oder er hat noch irgendwo was aufgedeckt, was dann von anderen Leuten kaputt gemacht wurde. Ich sag nur IS-3. Also wirklich ein geniales Spiel. Und mit diesem Spiel sieht man auch, was man potenziell mit einem IS-3 erreichen kann. Das ist wirklich die Creme de la Creme, meiner Meinung nach, im Tier 8 Game. So, damit sind wir dann auch am Ende für dieses Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr in den Comments schreibt, welchen Tank denn ich als nächsten reviewen soll. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich das Ganze für die russische Medium Line und für die russische Heavy Tank Line mache. Ich bin auf beiden Lines, wenn ihr euch das mal gerade anschauen wollt, relativ weit. Das heißt, die eine Linie und die andere Linie sind beide vorhanden. Da muss ich also mir das Ganze nochmal anschauen. Ich werde auf jeden Fall einige von denen machen, allerdings wahrscheinlich eher die guten und nicht die extrem schlechten, beziehungsweise die, die ich nicht so mag. Okay, dann, wie gesagt, das war das Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann. Ciao.